Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Sie die Zugsimulation. Heute fahren wir auf der Strecke Schwandorf-Margretwitz-Weiden und wir fahren von Schwarzenfeld bis Schwandorf. Glaube ich, na, Naburg. Okay, egal. Wir geben mal unsere ganzen Zugdaten ein. Mit der Vogtlandbahn. Drücken hier auf Zugtaufe. Da machen wir den Fahrplan rein. Linie haben wir jetzt 742. Und die 41 passt. Weiden in der Oberpfalz. Neunzig zwölf null drei. Anmelden minus 3. So. Machen wir hier den Fahrplan weg. Und geben Gas. Wir fahren mit der Diesel-Triebzug-Lokomotive hier auf der Bahn bei Margretwitz und Weiden. Gehen wir einfach mal Stoff, bevor die Siedler hier meckert. Ah, der Motorsound von der 642 ist einfach brillant. Oh, habe es wieder nicht gewusst. Lauscht mit euren Ohren halt zu, wie der Diesel hier rattert. Und der nächste Halt ist dann Schwarzenfeld. Ab hier beginnt dann auch die Reise. Wir fahren dann auch einen Umkehrdienst, heißt, wir fahren wieder zurück nach Schwarzenfeld. Sind erlaubt. 100 fahren wir bisher. Ah, schöne Strecke hier. Mal schauen, bei welchem Kilometer Schwarzenfeld kommt. Bei 50,8 ungefähr heißt es, ist noch ein bisschen Zeit. Wir können jetzt noch mal mit dem Triebzug beschleunigen. Alle Achtung, sie befinden sich in der RB 74242 nach Schwandorf. Der nächste Halt ist Schwarzenfeld. In der Oberpfalz. Ja, 120. Ja, sie fahr ruhig. Ruhig, Brauner.
Nächste Station, Schwarzenfeld. Ansagen funktionieren. Super. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Na, das könnte passen. Ein bisschen spät gebäumt, aber es geht noch. Ja. Türen schließen schon wieder, wir können abfahren. Tatsächlich. Schauen wir mal. Abfahrt 4.45 Uhr. Tatsächlich. Wir sind schon wieder zu spät dran. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen an der RB 74241 von Schwarzenfeld nach Schwandorf. Nächster Halt ist Irrenlohe. Die Zeit holen wir wieder raus, kein Thema. Traktion geht auch. Sogar Innenansichten. Wahnsinn. Haben wir alle Kameraansichten einmal durch. Für die, die es nicht gecheckt haben. Oh, Achtung. Da kommt gleich Rotsignal. Das löst wieder sofort schlechte Erinnerungen aus. Auf Mama, dass es nichts Schlimmeres ist. Und das Spiel nicht wieder gecrashed wird. Ich glaube, da leuchtet die weiße Lampe, das heißt, wir müssen vorm Signal, glaube ich, kurz anhalten, bestätigen und dann mit Befehl drüber fahren. Ja, Siva, ich habe jetzt anderes zu tun. Keine Fahrt läuft ohne Probleme, immer diese Probleme, echt.
haben wir schon wieder was falsch gemacht. Was war es diesmal? Hätte ich vor dem Magneten anhalten müssen, oder was? Das gibt es ja nicht. Jetzt dürfen wir natürlich nur 25 fahren. Frage ist, darf ich jetzt drüber fahren oder muss ich nochmal anhalten? Was meint ihr? Sagt's mir. Ich hab keine Ahnung. Ich fahr jetzt einfach mal drauf zu. Blicken nichts machen, dann darf ich wahrscheinlich. Dann darf ich mit ungebremster Geschwindigkeit weiterfahren, aber Achtung, der Bahnhof Irrenlohe kommt jetzt. Deswegen gar nicht mehr beschleunigen. Ui, die Weichen, die schlagen hier aber ganz schön. Nicht gesund für das Drehgestell. Langsam bremsen, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Alle, die links aussteigen, fallen ins Gleis. Jetzt haben wir ein bisschen viel gebremst. Na, lang noch. Jetzt hätten wir nicht schon genug Verspätung. Uah. Sorry. Halten. Türen rechts freigeben. Türen schließen. Und dann fahren wir nach Schwandorf. Schwandorf in der Oberpfalz, ab hier ist dann Anschluss an den RE nach Bayreuth und den RE nach Nürnberg. Wir fahren dann zurück nach Schwarzenberg. Ich hoffe, wir können jetzt mal ein bisschen rausholen. Wir haben schon 5 Minuten Verspätung. Eieieiei. 5 minutes to go. Fahren natürlich aktuell nicht weiter aufgrund Schienenersatzverkehrs. Unser Zug endet dann in Schwandorf und wir fahren zurück nach Schwarzenberg.
Schöne Landschaft hier draußen, fränkische Schweiz. Fahren wir dann nach Schwandorf ein und wechseln unseren Führerstand und fahren zurück nach Schwarzenbrück. Nächste Station, Schwandorf. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Bitte warten Sie das am Platz des Bahnhofes der Schienenersatz weiter Richtung Hersbruck fährt. Ab Hersbruck fährt dann wieder wie gewohnt der RE nach Nürnberg. Sie haben auch Anschluss an den RE nach Bamberg über Bubenreuth, Lichtenfels. Bitte beachten Sie, dieser Zug endet hier. Schienenersatzverkehr fährt am Bahnhofsvorplatz. Steht noch was Feines. Kohlezug mit einer 220er, glaube ich. Der Ausstieg in Schwandorf in Fahrt Richtung rechts. Da steht schon der Gegenzug nach Bamberg. Den Führerstand gewechselt, machen uns wieder den Fahrplan an. Geben unsere Daten ein. Schwandorf, Endstation Linie. Das ist dann die 742 Schwandorf. Nächste Station, Irrenlohe. Ja, so weit sind wir noch nicht. Na, lässt sich nicht ändern. Wann haben wir denn Abfahrt hier? 5.10 Uhr. Das heißt, wir spulen mal ein Stück vor. Nee. Wartet mal. 5.02 Uhr haben wir Abfahrt. Stimmt, das Signal steht auf Ausfahrt. Die Türen schließen. Und wir fahren zurück nach Schwarzenfeld. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen in der Regionalbahn 742-42 in Richtung Schwarzenfeld von Schwandorf über Irrenlohe.
Aktuell sind wir im Zeitplan 0 Minuten. 0 Minuten Verspätung. HLB. Das irritiert mich ein bisschen. Die HLB ist dort die Hessische Landesbahn. Aber fährt hier oben nicht die Vogtlandbahn? Ha, egal. Wir sind ja nur der Fahrer. Interessiert uns nicht. Wir pendeln jetzt quasi den ganzen Tag von Schwarzenfeld nach Schwandorf und wieder zurück. Ansonsten fährt unser Zug bis Hersbruck. Bleiben Sie langsam ein für den Bahnhof Irrenlohe. Anscheinend kommt die Ansage nicht nochmal. Warum auch immer. Lalala, lalala. Der Ausstieg in Irrenlohe in Fahrtrichtung rechts. Perfekt gebremst, Türen auf. Sind gut in der Zeit. Geht schon wieder weiter. Auf nach Schwarzenfeld. Nichts hier in der Landschaft, ein Haus an der Bahnstrecke, ganz verlassen. Nein, wird irgendeine Fabrik gebaut? Bei dem geringen Fahrgastaufkommen können wir uns geschmeidig die Landschaft anschauen. Anscheinend verläuft diese Fahrt bis auf die rote Ampel vorhin mal normal, halbwegs normal. Ist ja nicht immer so. Wenn ihr das letzte Video anschaut, haben wir total verkackt. In erster Linie total versagen.
die Ansagen kommen jetzt komischerweise nicht mehr. Ich glaube nämlich, hier kommt schon Schwarzer Wald. Die Edeka. Der Ausstieg in Schwarzenfeld in Fahrtrichtung rechts. Wir fahren dann noch ein Stückchen weiter hinten raus, bis dann das Szenario beendet ist. Dann haben wir es geschafft, unseren Dienst hier. Boah, auch die Bremssound. Echt super. Wir warten bis 5.10 Uhr und dann haben wir Abfahrt in Richtung Nauburg. Nauburg. Richtung Madridwitz. Pfeifen wir mal vorsichtshalber. Einmal zu viel gepfiffen als zu wenig. Und jetzt kommen wir dann in das Portal, wo dieses Szenario endet gleich. Denn eigentlich fährt dieser Zug noch weiter nach Margretwitz bis Weiden in den Unten der Oberpfalz. Schauen wir mal, wie weit es noch geht. Hundertdreißig sind hier erlaubt. Oh, durch die tiefen Wälder hier. Mit Moorgebiet. Schön. Schade, dass die Strecke nicht weitergeht. Die Fränkische Schweiz ist schön. Echt schön. Ab hier dürften die Züge sogar 140 fahren. Gilt natürlich nur für die Baureihe 612. Wir dürfen ja eh nur 120. Wäre schön, wenn die Strecke noch weiter ausgebaut wird und wir irgendwann vielleicht bis Margretwitz fahren können. Ich schätze nämlich jetzt gleich ist Schluss. Ich glaube bei Kilometer 58.
seltsamer Rot. Das bedeutet Streckenhände vermutlich. Dann werde ich mich so langsam von euch verabschieden. Und ich hoffe, euch hat das Szenario gefallen. Die Fahrt von Schwarzenfeld nach Schwandorf und wieder zurück. Natürlich ohne Komplikationen. Und dann mach's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Mal schauen, was wir dann spielen. Ob wir dann mal wieder ein Bus-Simulator oder auch mal wieder in Richtung Ego-Shooter gehen. So wie Battlefield 5. Schauen wir mal. Also dann, macht's gut.